Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden heute das dritte Tier von unseren Osterknetierchen machen. Wir haben schon das Lamm gemacht, das Küken und jetzt zeige ich euch, wie man diesen Osterhasen aus Knete macht. Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes nehmen wir die weiße Knete und formen daraus einmal die Löffel, den Kopf, die Arme, den Körper und auch die Beine. Ich fange mal ganz oben an mit den Löffeln. Dazu zupfe ich mir hier ein bisschen weiße Knete ab. Ich glaube, das reicht sogar für zwei Löffel. Und forme die dann nach unten hin schmaler und nach oben hin breiter. Ziehe das Ganze ein bisschen in die Länge und in das Innere des Ohrs mache ich dann noch ein bisschen rosane Knete und das Ganze dann zweimal. Dann formen wir den Kopf des Kaninchens. Dazu einfach die weiße Knete nehmen und kugelförmig formen. Aufpassen, dass da nicht so viele Risse drin sind, weil sonst wird die Knete dann immer instabiler. Also gut warm kneten und dann eine Kugelform. Den Kopf habe ich jetzt ein bisschen platt gedrückt. Und jetzt kommen wir auch schon zum Körper und zu den Armen. Für die Arme nehme ich einfach wieder zwei kleine Stücke. Für die Beine genau das gleiche. Und der Rest muss dann noch für unseren Körper reichen. Den machen wir dann ein bisschen länglicher, nicht unbedingt so kugelförmig, sondern eher ovaler. Und dann setzen wir die einzelnen Teile zusammen. Das ist jetzt der Körper. Und jetzt kommen wir zu den Armen. Die rollen wir jetzt einfach so ein bisschen. So, auch wieder ein bisschen tropfenförmig, so ähnlich wie die Löffel. Davon brauchen wir jetzt zwei Stück und die Beine machen wir jetzt im Prinzip genauso. Nur etwas schmaler und davon brauchen wir dann auch zwei Stück. Jetzt setzen wir die einzelnen Teile zusammen und verzieren dann noch ein bisschen das Gesicht. Also erstmal Kopf auf Körper, dann kommen hier noch die Ohren dran. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen, weil Knete natürlich nicht wirklich stabil ist. Muss man halt schauen, dass man wirklich die Teile gut aufsetzt, dass sie halten. Und das Ganze soll natürlich auch nicht aus der Form geraten. Das heißt, da müssen wir immer so ein bisschen nacharbeiten. Dann kommen jetzt noch die Arme. Und natürlich die Beine. Jetzt hatte ich hier den Kopf schon in der Hand. Also daran sieht man auch nochmal, dass es nicht sonderlich gut hält, wenn man das nicht ordentlich zusammendrückt. Also das Lamm und auch das Küken haben irgendwie besser funktioniert. Vielleicht ist die Knete schon zu sehr erkaltet oder auch zu trocken geworden. Vielleicht bin ich auch einfach zu tollpatschig, dass ich das jetzt nicht mehr so gut hinkriege. So, jetzt hat unser Kaninchen natürlich noch kein Gesicht, aber das machen wir jetzt noch. Für die Augen nehme ich jetzt hellblaue Knete und die rolle ich auch kugelförmig und setze sie einfach auf den Kopf in das Gesicht. So. Die Teile sind jetzt so winzig, dass sie mir immer aus den Händen rutschen.
Dann braucht unser Kaninchen natürlich noch eine Nase. Und einen Mund. Dazu nehme ich wieder die rosane Knete und rolle sie ganz fein. Und jetzt ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Ich werde jetzt den Mund in so einem kleinen U formen. Aber die Teile sind wirklich super klein und super fein. So. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite jetzt auch noch. Gar nicht so einfach. Jetzt fehlen noch die Schnurrhaare. Die werde ich genauso fein rollen. Und einfach dann an das Gesicht drücken. Das ist wirklich eine sehr knifflige Arbeit. So, und fertig ist unser Osterhase. Jetzt sind unsere drei Ostertierchen fertig. Hier ganz links haben wir das Osterlamm. Das habe ich als erstes gemacht. Dann als zweites das niedliche Osterküken. Und jetzt noch als drittes den Osterhasen. Welches Tier davon hat euch denn am besten gefallen? Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Lust, das nachzumachen. So schwierig war es nicht. Man braucht letztendlich nur ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein paar Farben an Knete. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss und frohe Ostern!